Diejenigen, die das Spiel von Dominanz und Unterwerfung mögen, bekommen jetzt einen Überblick und nützliche Hinweise zu den verschiedenen Schlaginstrumenten. Und allen anderen wird es als Erweiterung des Horizontes oder als Anregung dienen. Bei Peitschen und Gärten denken viele an SM und extreme Praktiken. Aber auch ohne diese Extreme macht das Spiel aus Geben und Nehmen mit geeignetem Zubehör noch mehr Freude. Gärten, Flora und Paddle gehören auch dazu. Allen ist gemein, dass sie eine gute Möglichkeit zum Festhalten bieten und trotzdem variieren Aussehen und Material, aber vor allem die Formen des Einsatzes stark voneinander. Man kann wählen zwischen langen, schmalen Modellen und kompakten, breiteren Modellen. Und auch beim Material gibt es eine riesen Auswahl, zum Beispiel Bambus, Plastik und Leder. Je nach Belieben kann man mit all diesen Instrumenten entweder sanft streicheln, aber auch kräftiger klapsen, schlagen oder bestrafen. Übrigens können sie nicht nur zum Schlagen oder Züchtigen eingesetzt werden. Man kann sie auch benutzen, um akustische oder visuelle Signale zu geben. Da die Erregung im Kopf entsteht, muss nicht zwangsläufig eine Berührung stattfinden. Für Anfänger eignen sich besonders Paddles, weil die Intensität gut dosiert werden kann. Und gleichzeitig gibt der Klaps mit einer so breiten Fläche ein gut hörbares Feedback. Für diejenigen mit Vorerfahrung bieten sich Flogger an. Durch die Riemen treffen sie flächig und können leicht oder hart eingesetzt werden. Dafür gibt es zum Beispiel Varianten aus Strick oder auch aus Leder. Das Bedienen von Floggern sollte eingeübt werden. Am besten hält man zunächst die Riemen gebündelt fest und konzentriert sich auf die zu treffende Stelle. Dann lässt man los, aber vielleicht zuerst mal auf dem Sofa kissen. Fortgeschrittene können Gärten verwenden, die einen gezielten und intensiven Reiz setzen. Es gibt sie aus Leder oder Gummi und mit unterschiedlich langen Stäben. Manche verfügen zusätzlich über Handschlaufen, damit man zwischendurch die Hände frei hat. Außerdem gibt es Modelle, die variabel einsetzbar sind. Dieser Federkitzler beispielsweise hat zwei Seiten. Die eine Seite kann für sanfte Berührungen, die andere Seite für intensive Schmerzreize genutzt werden. Wer das Empfinden zusätzlich steigern möchte, der kann zusätzlich Fesseln oder Augenbinden einsetzen. Das Gefühl des Ausgeliefertseins wird damit verstärkt. Und mit geschlossenen Augen wird Erlebtes noch intensiver empfunden. Zudem gibt es Modelle für den extremeren Einsatz. Sie sind aus schwerem und hartem Material und damit für Einsteiger ungeeignet. Je nach eingesetzter Kraft können damit heftige Schmerzen ausgelöst werden. Generell sollte bei dem Thema Macht und Hingabe offen kommuniziert werden, was geht und was nicht. Jeder hat seine individuellen Grenzen, die es zu respektieren gilt. Ein eindeutiges Codewort hilft dabei, persönliche Limits einzuhalten. Es gibt die Möglichkeit, ohne sinnlose Diskussion von der geschlagenen Person gutes Feedback zu bekommen. Und zwar über die Ampelfarben. Grün, Gelb, Rot. Testet man etwas Neues oder ist sich unsicher, bittet man um Feedback nach jedem einzelnen Schlag. Grün bedeutet, es darf gern noch fester. Gelb, das ist genau richtig. Rot, das war zu viel. Nach jedem Schlag gibt es eine Pause. Und in dieser Zeit zum Nachspüren kann man genießen. Dabei erhöhen Streicheleinheiten, egal ob mit Hand oder Gerät, die Bindung und stärken dadurch das Vertrauen. Mehrfache Schläge auf die gleiche Stelle sind zu vermeiden. Besser ist es, das Ziel jedes Mal ein kleines bisschen zu versetzen. Jede Körperstelle ist unterschiedlich empfindlich. Gut gepolstert und dadurch geeignet als Ziel ist zum Beispiel der Hintern. Neues Spielzeug sollte man zuerst bei sich selbst testen. Besonders geeignet dafür ist der Unterarm. Allerdings merkt ihr dann auch schnell, wenn ihr es übertreibt, und merkt, was es wirklich macht. Neben Körperstelle und Werkzeug haben auch Tagesform und Vorbehandlung einen großen Einfluss auf das individuelle Schmerzempfinden. Man sollte sich klar sein, dass der Einsatz von Peitschen und Gärten mehr oder weniger sichtbare Strieben oder Rötungen auf der Haut hinterlassen kann. Deswegen muss der Umgang mit solchen Spielzeugen besonders geübt werden. Wer langanhaltende Strieben oder Rötungen vermeiden will, sollte die Haut entsprechend vorbereiten. Leichte Schläge mit Paddle oder weichem Flogger helfen, weil sie die Durchblutung fördern. Oder man wählt Körperregionen, die seltener sichtbar sind für andere Personen, wie zum Beispiel die Fußsohlen. Nachdem wir jetzt so viele Arten von Peitschen und Gärten vorgestellt haben, muss ich sagen, dass diese Gärte mein persönlicher Favorit ist. Die hat was. Die Gärte ist zwar nicht schlecht, ich finde trotzdem dieses Paddle am besten, weil die Idee einfach mega abgefahren ist. Und damit wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren und gerne könnt ihr diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Abonniert jetzt kostenfrei diesen Kanal! Abonniert jetzt kostenfrei den Kanal! Zack, 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 zack! Abonniert jetzt diesen Kanal, weil mir die Handfläche sonst schon wehtut. Aua, scheiße, ey. 1, 2, 3, abonniert kostenfrei! Ruf mich an! Nein, das war was anderes, aber jetzt abonniert den Kanal kostenfrei. Bam! Bah, fuck.